Also, das ist die Geschichte von der Hex von Mursberg in Allweins. In Allweins, da sind ja ganz wenig Bauernhäuseln gewesen, früher, heute sind mehr. Und da sind oft Leute zugewandert und weggewandert. Und einmal sind zwei Pächter gekommen, die sind auf den Bauernhof gekommen. Und das waren ganz einfache Leiteln, aber die Frau, die war eine Hex, weil die hat einen Zauberstab gehabt. Und mit dem Zauberstab hat sie, die hat gekannt allerhand Zaubereiden machen. Die hat die Leute können verzaubern, dass sich einer nicht mehr hat rühren gekannt. Dann hat sie gekannt und verzaubern, dass er nicht mehr heim findet. Und dann hat sie auch gekannt, mit ihrem Zauberstab zaubern, wenn ein Gewitter kommt. Man sieht da, das ist eine Gewitterwolke und es blitzt und es regnet. Und die haben auch schon Äpfel gehabt und Getreide und so. Und wenn so ein Unwetter gekommen ist, dann hat das Unwetter ja viel zerstört. Die Äpfel angeschlagen, das Korn niedergedruckt und viel ist halt kaputt worden. Aber die Hex, die hat den Zauberstab gehabt und die hat auch Wiesen gehabt unten in Allweins. Und dann ist sie hergegangen und hat mit ihrem Zauberstab ist sie schnell um ihre Wiesen umgerannt und hat überall in die Ecken, ist sie so hingefahren und dann hat sie bei den anderen Bauern hat der Blitz eingeschlagen und die Äpfel sind vor die Baumohr und das Viech ist in Letten stecken geblieben, vor lauter, dass es geregnet hat und alles. Aber wo sie war mit ihrem Zauberstab, ist nie etwas passiert. Und die Leute waren allem froh, wenn sie die alte Frau, die Hexe, nicht getroffen haben, weil in die war allem unheimlich, wenn man die trifft, weil die hat da so komisch reingeschaut und die hat auch eine große Tasche hat sie mit gehabt, wo sie allem alles mitgehen hat lassen. Umliegen hast du nichts dürfen. Und so schaut die Hexe aus, die in Allweins unten ihr Unwesen getrieben hat. Schau.